Seit etwa 15 Jahren trifft man am Mittwochabend regelmässig den Otto Schoch und Rosmarie Althaus in der Kunstschule Vogt in Brattelen. Gegenwärtig führen sie gemeinsam eine Ausstellung im Schloss Brattelen durch. Die Vernissage hat gestern Abend stattgefunden. Begrüßung von Felix Knöpfel, Präsident von Kultur Brattelen. Wir haben heute zwei Brattelen-Künstler da, das freut mich besonders. Und zwar ist das Rosmarie Althaus. Darf ich Sie schnell bitten aufzustehen? Und der Otti Otto Schoch, wir sagen halt Otti. Ich habe Rosmarie immer bewundert, die schönen Bilder, die sie gemacht hat. Und immer gedacht, ja, wir müssen zusammen mal etwas machen. Und ich möchte jetzt herzlich der Kultur Brattelen Dankeschön sagen, Felix, dass wir heute hier sein dürfen und bis Ende Januar unsere Sachen hier oben ausstellen dürfen. Rosmarie Althaus im Gespräch mit Marie Hartmann, Gründerin der Kunstschule. Und da einige von den Werken von der Rosmarie Althaus. Ein paar Kostproben aus der Ausstellung von Otto Schoch.